Thema gegenseitige Lage von zwei Geraden. Auch hier wieder ein Video mit ein paar Infos und Tipps am Anfang, dass ihr besser reinkommt. Aufgabe 1, wir haben zwei Geraden gegeben, GH, und sollen die gegenseitige Lage checken. Hier haben wir den Stützpunkt 027 plus R mal 543. Und die Gerade H hat sozusagen als Aufpunkt den Ursprung 000 plus S mal 543. Ihr seht sofort, die Richtungsvektoren sind identisch. Ja, das heißt, sie zeigen genau in die gleiche Richtung. Dann gibt es eigentlich bloß noch zwei Möglichkeiten. Entweder ist das eine und dieselbe Gerade oder aber sind die Geraden parallel. Können wir leicht rausfinden, indem wir eine Punktprobe machen. Entweder einen Punkt von der schauen, ob der, auf der Gerade liegt oder andersrum. Na, hier ist jetzt so gemacht, mache ich jetzt auch mal so, dass wir überprüfen einfach, ob dieser Aufpunkt 027 auf der Gerade liegt. Stellt euch mal vor, hier steht 027. Bekommen wir da einen Wert für S, der sozusagen 5S müsste dann 0 ergeben und so weiter, 4S müsste 2 ergeben, passt nicht. Ne? Das ist ein Widerspruch. Damit liegt der Punkt nicht auf der Geraden, damit sind die Geraden auf keinen Fall identisch, sondern parallel. Okay, ich habe hier unten mal noch eine mir angeschaut. Guckt euch mal die beiden Geraden an. Das sind lauter angenehme Zahlen, das ist der Sinn der Aufgabe. Na, guckt euch mal die beiden Richtungsvektoren an. Die sind jetzt nicht identisch, aber sie sind Vielfache. Der hier mal 2 ergibt den. Na, 2 minus 4, 2. Das heißt, die Richtungsvektoren haben eine verschiedene Länge, aber die zeigen genau in die gleiche Richtung. Das heißt, wir sind genauso weit wie oben. Die Geraden sind entweder identisch oder parallel. Finden wir wieder raus auf unsere Art. Einfach in dem Fall jetzt zum Beispiel überprüfen, ob der Punkt hier auf der Geraden liegt. Ne? Stellt euch in Gedanken mal, setzt den in Gedanken mal hier vorne hin. Welchen Wert für R brauchen wir denn in der ersten Zeile? 1 gleich 0 plus R mal 1, da brauchen wir für R eine 1, dass es passt. Passt das R gleich 1 auch in den nächsten Zeilen? 1 plus 1 mal minus 2 ergibt minus 1, passt auch. 4 plus 1 mal 1 gibt 5, passt auch. Also, der Punkt liegt auf der Geraden, damit sind die Geraden identisch, liegen aufeinander. Okay, so. Aufgabe 2, Aufgabe 3 ist wieder ein bisschen anspruchsvoller. Vor der Aufgabe 3, ich glaube, es ist einfacher, wenn wir uns die Aufgabe 4 kurz anschauen. Hier geht es einfach darum, dass ihr den Schnittpunkt von zwei Geraden möchtet. Dazu setzt ihr die Gleichungen der beiden Geraden gleich. Ja, guckt es euch an, das ist die eine Gerade gleich der anderen Geraden. Dann wird geordnet, R mal 1, 0, 1 hier. Dann wird sozusagen dieses Paket nach rüber gebracht mit Minus, hat zur Folge, dass sich alle Vorzeichen hier drehen. Dann sind wir hier und dann wird dieser Vektor hier nach rechts gebracht und mit dem verrechnet. 0 minus 0 gibt 0, 3 minus 2 gibt 1, 7 minus 7 gibt 0. So, dann wird es in Matrixform notiert. Ne? Ihr seht schon, aha, der Richtungsvektor der ersten Geraden ist hier. Zweite Gerade hier und hier ist die Differenz der beiden Stützvektoren. Dann wird das LGS gelöst. Also diese Zeile mit der Zeile muss man ja einfach mal minus 1 oder mit Minus verrechnen oder die eine mal minus 1 plus die andere. Dann fällt diese Zeile hier komplett weg. Wir sind hier. Damit Hammer, guckt euch das LGS an, das ist eindeutig lösbar, sieht man schon, wir könnten schnell den Wert für S bestimmen, ne? Minus 2S gleich 1, S ist minus 0,5, setzt da oben ein, 1R minus 0,5 gleich 0, R ist 0,5, dann wollen wir noch wissen, die Koordinaten von dem Schnittpunkt, setzen wir für R 0,5 hier ein, also 027 plus 0,5 mal 101, dann bekommen wir genau diesen Schnittpunkt. Okay? Und jetzt sind wir theoretisch auch bereit für die Aufgabe 3. Das seid ihr jetzt schon weiter. Euch wird praktisch das LGS gegeben, das ihr dadurch erhaltet, wenn ihr die Geraden gleichsetzt. Also man startet sozusagen schon ab der Stelle hier. Ja? So, und jetzt sind wir hier.
müssen nur entscheiden, wie es denn aussieht, ob es einen Schnittpunkt gibt oder ob sie parallel sind, wie auch immer. Guckt euch es an. Das ist auf jeden Fall ein LGS, was wieder eindeutig lösbar ist. Damit haben wir ganz klar einen Schnittpunkt. Ja? Hier zum Beispiel ist jetzt, finde ich, ein bisschen schwieriger. Sind auch wieder, wir starten hier an der Stelle. Guckt euch mal das LGS an. Das ist nicht lösbar. 0002. Wir haben hier einen Widerspruch in der dritten Zeile. Damit haben wir auf keinen Fall haben wir einen Schnittpunkt. Das heißt, schneiden sich scheidet aus. Identisch sind sie auch nicht. Entweder sind sie dann eben parallel oder windschief. Wie können wir das nachtesten? Ne? Ihr habt doch vorher entdeckt, dass das hier im Prinzip die Einträge vom Richtungsvektor der einen und das die Einträge vom Richtungsvektor der anderen Geraden sind. Wenn die beiden Geraden parallel wären, wären die Spalten hier Vielfache voneinander. Was aber nicht so ist, damit ist geklärt, dass sie windschief sind. Ja? Also man muss da ein bisschen um die Ecke denken. Genau, und die nächsten Aufgaben, denke ich, funktionieren. Aufgabe 5 können wir uns noch kurz anschauen. Die beiden Geraden verlaufen. Wir sollen nachweisen, dass sie windschief sind. Also zunächst mal schließen wir aus, dass sie parallel sind. Einfach dadurch, dass wir die Richtungsvektoren anschauen. Das sollte immer so der erste Blick sein. Guckt euch die Richtungsvektoren an, sind das Vielfache? Auf keinen Fall. Wenn man hier eine 0 hat, dann passt es. Also sind nicht parallel. Dann können wir sie noch gleichsetzen. Erste Gerade hierhin, zweite Gerade hierhin. Eine Runde ordnen. R mal 101 steht hier. Das S wird wieder rübergebracht. Vorzeichen drehen sich. Diese beiden Vektoren verrechnen sich hier. Dann haben wir das LGS. Wenn es euch zu schnell geht, macht einfach kurz auf Pause. Ich will nur nicht langweilen. Deswegen mache ich es jetzt beim dritten, vierten Mal nicht mehr so ganz detailliert. So, und dann wird das LGS einfach noch untersucht. Erste und dritte Zeile angucken, wenn er die sozusagen subtrahiert, dann bekommt er auf jeden Fall hier einen Widerspruch. Und damit gibt es keinen gemeinsamen Punkt. Die Richtungsvektoren zeigen in verschiedene Richtungen. Damit sind die Geraden windschief. Okay? Und die nächsten Aufgaben würde ich dann in eure Hand geben.